Heu auf der Streuobstwiese Bayerfelde. Einen perfekten Wochenstart hatten wir vom NABU Osterode auf der Streuobstwiese Bayerfelde in der Nähe von Schwiegershausen. Ein Bauer hat zur Pflege der Anlage dort das Heu gemäht, aber einiges konnte maschinell nicht aufgenommen werden, da dieses zu eng an den Bäumen lag. Sechs Aktive trafen sich, um das Material kurzerhand zu zwei Bahnen zu haken, die nun abgeholt werden können. Der Herbst hat unsere Region fest im Griff und bunte Farben malen das Bild unserer Umgebung. Dies prägte sich mir besonders gut ein, da ein Nachbar, welchen ich zufällig getroffen habe, bemerkte, dass er an diesem frischen Morgen doch das erste Mal habe kratzen müssen. Auf der Streuobstwiese in sonniger Südlage war von all dem nichts zu merken und an der frischen Luft hatten wir inmitten der aufgehenden Sonne einen perfekten Start in die neue Woche. Also, ich bin Erik Müller und wir sind hier draußen in Bayerfelde auf der Streuobstwiese, auf unserer letzten neuen Streuobstwiese und haken mit einer Gruppe von 6 Personen das mit der Maschine gemähte, zwischen den Bäumen gemähte Gras zusammen in die Mitte, damit es der Landwirt aufnehmen kann. Und so ist also bei einer Streuobstwiese eine Menge Arbeit da. Die Bäume müssen gepflegt werden und betreut werden und das Gras, weil wir ja keine Viehweide oder sowas drunter haben, keine Schafweide, muss eben auch beseitigt werden. Übrigens sollte man gerade in der kälteren Jahreszeit beherzigen: An apple a day keeps the doctor away. NABU Osterode e.V. Abgunst 1. 37520 Osterode am Harz. Sparkasse Osterode. Bankleitzahl 263 510 15. Kontonummer 804 99.